Hallo und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Es hat sich wieder reichlich getan. Die Sammlung von meinem Bruder und mir irgendwie wächst. Ich weiß nicht wieso. Was ist so? Ne? Was dazu gekommen ist, seht ihr gleich. Das, was jetzt die Sammlung hier erweitert, hat sich jetzt auch ein bisschen angesammelt. Das sind jetzt so knapp 4 bis 6 Wochen, was dazu gekommen ist. Also es ist jetzt nicht etwas, was in 14 Tagen entstanden ist. Es gibt so ein paar Sachen, die sich eben halt angesammelt haben, beziehungsweise die auch schon vom Jahr bestellt wurden und jetzt eingetrudelt sind. Das ist sehr vielseitig, kann ich sagen. Und ich fange am besten an mit das, was hier am größten ist, das, was auch den meisten Platz auf dem Tisch gleich einnehmen wird. Und zwar Lego Wima. Ich gucke doch runter, weil da steht alles voll. Was hat denn von Lego uns erreicht? Den Anfang, den macht eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich mir das Lego Magazin gekauft. Ihr seht es, dieses Nummer 95. Und nicht wegen dem Magazin, das ist jetzt nicht so mein Ding, sondern wegen der Obi-Wan-Figur. Die ist so richtig cool. Und immer gerade, wenn besondere Figuren oder kleine Mini-Fahrzeuge sind, dann besorgen mein Bruder und ich uns die oder er sie sich. Und hier haben wir einen Obi-Wan. Richtig cool. Ein Laserschwert. Was man machen kann, ist eben halt seine Kutte abnehmen und ihm Haare verpassen. Hier sind noch... Na, kann man schwer zeigen natürlich. Kleine Haare dabei. Und die würden, sind zum Austauschen sozusagen. Aber ich finde die mit Kutte wesentlich cooler. Und ja, das macht sich auch nicht schlecht. Eine Neuerung, die auch bei dem Heft auf jeden jetzt dabei ist, sind diese Tüten selbst. Die sind jetzt mehr auf so einer Art Papier. Damit wollen sie so ein bisschen weg von dem Plastik gehen. Das waren ja vorher Plastiktüten, die teilweise sogar so eine Art wirken, also manchmal mit Metall beschichtet oder so eine Beschichtung. Das ist nicht mehr der Fall. Es sind jetzt stabile Papiertüten, die auch bunt bedruckt sind. Etwas matter, aber macht sich trotzdem gut. Wie gesagt, ein cooler Obi-Wan dabei. Und das sind auch Figuren, die nur da drin existieren. Also in der Variante gibt es die Figuren sonst nicht. Und das macht diese Serien von diesen Heften auch immer besonders. Wenn euch mal was ist oder interessiert hat, schaut gerne auch in den Online-Stores, da kann man ein bisschen nachbestellen. Aber ich finde diese Sachen auch oft auf Flohmärkten, auch bei einigen Händlern. Und da lohnt es sich auch nochmal zu gucken, weil es sind echt tolle Figuren dabei, die exklusiv sind. Zum Beispiel von Star Wars Rebels gab es den Kanan, den gab es exklusiv als Figur. Und ja, das macht es auch irgendwo aus. Gut, aber jetzt zeige ich euch die nächsten Teile, die mein Bruder gemischt gekauft hat. Einmal im Lego Online Store, also direkt bei Lego. Da gab es auch ein paar Goodies dazu. Deswegen hat er es bestellt, aber auch 1-2 Sachen über Amazon. Also ich zeige euch die Goodies als erstes, weil die ganz oben liegen. Zum einen gab es bei der Lego Bestellung einmal diesen Mini X-Wing zum 40-jährigen Jubiläum auch von Rückkehr der Jedi-Ritter. Richtig cool. Red One oder ist einfach nur kultig. Dann gab es, das ist auch was Exklusives, das ist in dieser Schachtel hier, eine Todessternkarte. Ich weiß nicht, das ist schwer zu zeigen. Das ist wie so ein Todesstern-Plankarte. Also habe ich jetzt Todesstern. Ne? Ich schieb das hier rein, wie bei R2-D2. Auch echt cool. Und darunter eine Todessternmünze. Richtig cool. Auf der Rückseite steht Star Wars. Und das ist jetzt das Todesstern von Rückkehr der Jedi-Ritter, der Beschädigte. Auch hier, wie gesagt, die Pläne. Auch richtig cool. Das sind eben halt die Exklusivstücke, die dann wirklich nur hier sind. Das sind richtige Sammlerstücke. Und ja, auch ein exklusives Sammlerstück, auch nur bei einer Bestellung zu bekommen, ab einem gewissen Wert, ist dieser schöne kleine Death Star 2. Also der Death Star 2 ist ja der Rückkehr der Jedi-Ritter Todesstern. Das steht auch da unter wegen dem Jubiläum. Richtig cool. Und den gibt es, wie gesagt, nur exklusiv, wenn man eben halt bei Lego bestellt. Und was hat mein Bruder bei dem Lego Store bestellt?
Ich hole es hoch. Groß, schwer. Toll. Der X-Wing. Richtig cool. Das ist übrigens die dritte Auflage. Das hat er mir extra nochmal gesagt. Ich soll betonen. Die dritte Auflage dieses coolen Raumjägers. Ja, richtig cool. So. Vorsichtig. Hier hinstellen. Sieht auch richtig cool aus mit dem Motiv. So, meine Tassen kurz zur Seite. Ich habe ja was zu trinken geholt. Einen kleinen Tee. Damit ich ja immer Stimme habe. Also, wie gesagt, wunderbar. Das sieht richtig cool aus. Auch richtig edel. Dritte Auflage dieses X-Wings, der immer wieder verbessert wird. Richtig klasse. Ja, und was gab es noch? Und da gab es, glaube ich, zwei Teile davon waren bei Amazon. Und waren gerade so eine kleine Aktion, dadurch ein paar Prozent billiger. Ansonsten einer war, glaube ich, noch beim Lego Store. Und ich weiß aber jetzt nicht genau welcher. Und zwar sind es wieder die Helme. Und zwar einmal hier von Commander Cody. Richtig cool, von Clone Boss. Was nicht so schön ist, hier ist leider eingeknickt gewesen. Das war bei Amazon. Könnt ihr unten vielleicht leicht sehen. Das ist ein bisschen schade, gerade wenn man sammelt. Aber die Helme sind wirklich cool. Ja, ich muss es zustellen, geht nicht anders. Dann gab es Commander Rex. Das sind ja die beiden wichtigsten Nebenklone, kann man fast sagen, mit während Cody der Betreuer war von Obi-Wan, ist Captain Rex eben halt der beste Freund von Ahsoka gewesen. Auch richtig cool. So, und jetzt, entschuldigt, anders geht's nicht, ich muss hier runterlangen. Ihr seht schon, Bosk. Der Helm, den Prinzessin Leia getragen hat, in Rückkehr der Jedi, einfach nur klasse. Ihre Kopfgeldjägerverkleidung, absolut toll. Ist ein richtig cooler Helm. Also, ja, da kann man echt nichts, kann man nichts sagen. Das ist einfach nur genial. Ja, Wahnsinn. Und mit Star Wars möchte ich auch weitermachen. Ich habe in diesem schönen Karton Star Wars Figuren. Neuere Figuren, die mein Bruder sich erworben hat. Also das ist mein Bruder. Die werden auch gebaut. Das nur mal so als Info. Ja, die Star Wars Figuren, die uns erreicht haben. Ach, ich sollte es vielleicht doch abstellen, damit ich es euch in die Kamera zeigen kann. Also einmal den Dark Trooper. Die sind jetzt zu normalen Preisen gewesen. Das waren jetzt nicht irgendwelche herabgesetzten Teile. So, der Dark Trooper, richtig coole Figur. Dann, ich gehe von hinten nach vorne. Hier vielleicht etwas schwerer zu sehen, weil es so eine Silberbildedition ist. Und zwar aus Mandalorian Moff Gideon. Ihr seht, das spiegelt. Hier wird ein bisschen schwer zu sehen. Aber auch richtig coole Figur. Das ist einfach hinzustellen. Dann hier von Andor, Cassian Andor. Auch richtig cool. Als nächstes aus Mandalorian Mix Mayfield in der Verkleidung aus der Episode aus der zweiten Staffel, wo sie sich mit Mando da in den Truppentransporter verkleiden mussten oder mit dem tarnen mussten, um eben halt an Informationen zu bekommen, wie man Grogu retten kann. Blick mal davor fürs Detailbild. Nachher seht ihr bessere Bilder. So, die nächste Figur aus The Book of Boba Fett von Star Wars, Fennec Chan. Auch eine richtig coole Figur. Hier mit Spock, ja, richtig mit dem Wodka der Welt sozusagen. Ja, richtig cool. Richtig cool. Und die nächste Figur ist Ex-Wolfers aus The Mandalorian, der Mandalorianer, der Anführer dieser einen Guard und eigentlich Zeitgenosse von Bo-Katan. Auch richtig gut gelungen mit Jetpack, Helm, der aufsetzbar ist, kleine Blaster. Richtig cool. Ja, muss ich mal hier hinstellen. Es wird voll, der Tisch wird voll, glaubt es mir. Und die letzte Star Wars Figur ist auch eine Neuauflage.
die gab es schon mal, aber die sah wirklich nicht so gut aus. Und jetzt wirklich sehr detailliert. Der Schauspieler Sam Witwer hat diese Figur gespielt, aber nicht in einem Film, sondern in einem Computerspiel. Es geht um Starkiller, Vaders Schüler aus Force Unleashed, dem ja, Computerspiel aus dem Expanded Universe. Auch hier richtig gut gelungen. Seht euch das an. Schönes Artwork. Und Sam Witwer, den Schauspieler, kann man richtig gut erkennen. Richtig klasse. Richtig, richtig klasse. Ja. Und mit Actionfiguren wird es auch leicht weitergehen. Die kamen zusammen noch mit zwei anderen Figuren, die ich euch jetzt gleich zeige, aus dem Hasbro Pulse Store. Da kann man auch ganz gut die Figuren eben halt bestellen. Da habe ich auch Transformers-Figuren bestellt. Die zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ich habe mir noch zwei Figuren bestellt, also die ich mir bestellt habe. Also das sind die von meinem Bruder. Und ich habe mir bestellt von Indiana Jones Figuren. Und zwar ist wieder aufgelegt worden die alte Kenner-Figur von Indy aus Indy 1. Raiders of the Lost Ark. Hat mich, glaube ich, um die... Die hat mich 20 Euro gekostet, 1999. Richtig cool. Ist natürlich eine Wiederauflage. Man kann den Unterschied auch ganz schnell erkennen, indem hier unten dieser weiße Zettel ist. Diese Zettel waren früher nicht da. Das sind ja heute irgendwelche Sicherheitsbeschreibungen oder wie auch immer man es betiteln möchte. Auf jeden Fall eine richtig coole Figur. Ist natürlich einfach gehalten. Die waren eben sehr ähnlich gemacht den Star Wars Kennerfiguren. War, ja, ähnlich gedacht. So, muss mal kurz einen Schluck trinken, Leute. So geht's besser. Ja, und von Indy habe ich auch noch eine weitere Figur. Das ist eine modernere Figur. Ist eben halt in einer schönen Packpackung. Ihr seht hier auch zu Indy 1 richtig toll gelungen. Sehr detailliert mit dem Idol und hier ein schönes Motiv. Das Besondere, wenn man alle Figuren aus dieser Reihe sammelt, dazu hier kann man sehen, alle, die es gibt, alle fünf, kann man die Ark, also die Bundeslade zusammenbauen. Also man müsste Marion, Salah, Toad und Belloc kaufen, aber ich finde die anderen, es sind nicht so die Figuren, die ich haben möchte, deswegen ein bisschen schwierig. Außerdem packe ich sie ja nicht aus. Aber auf jeden Fall richtig schön gelungen. Eine richtig schöne Hinstellfigur, die man auch entsprechend bewegen kann, dass man sie sozusagen in eine Actionpose packt. Ja. Und das war alles, was im Sektor Toys jetzt der Fall war. Also ihr seht, es ist ja nicht wenig. Es ist wirklich schon eine ganze Masse. Und jetzt geht's weiter. Was ich mir noch gekauft habe, ist eine Tasse. Das Schöne war, Amazon musste mir sie doppelt besorgen oder naja, musste mir doppelt liefern. Denn das erste Mal wurde mein Paket vor der Haustür abgestellt und geklaut. Wunderbar, ich war völlig begeistert. Ich hatte gehofft, dass meine Nachbarn das in Sicherheit gebracht haben. Einige haben es gesehen, haben sie aber liegen lassen, das Paket leider. Aber zwischen Lieferung und bis ich zu Hause war, waren knapp anderthalb Stunden Pause. Und in diesen anderthalb Stunden, wo das mitten offen vor der Tür lag, ja, kam jemand vorbei und hat es mir aus dem Mehrfamilienhaus geklaut. Ja, wie dem auch sei, nicht direkt vor meiner richtigen Haustür, denn ich wohne im höheren Stockwerk. Da hätte man es nicht geklaut, sondern man hat es direkt neben die Haustür gestellt und da Handwerker ein- und ausging und die Tür offen war. Ja, was soll man sagen? Ärgerlich. Ich bin froh auf jeden Fall gewesen, dass das noch lieferbar, was ich haben wollte. Das eine war ein Manga, das ist auf jeden Fall lieferbar gewesen. Aber ich wollte mir endlich für die Sammlung diese wunderbare Captain Future Tasse bestellen. Kostet so um die 15 Euro, also richtig cool. Ich mag das Artwork eben halt, Captain Future. Ich habe schon lange geliebäugelt damit. Hier oben auch der Schriftzug. Und ja, die musste sein. Für meine kleine, aber feine Captain Future Sammlung. Das wird auch erstmal so bleiben. Ja. Und ja, dazu gab es ein Manga, das zeige ich euch als nächstes. Und zwar Super Mario, seine größten Abenteuer. Das habe ich dazu gekauft und das war auch mitgeklaut, aber das war noch nicht, ist noch nicht so alt. Denn ich habe den Manga mir gekauft, weil ich vorher den japanischen gefunden hatte auf dem Flohmarkt. Den hier, das habt ihr in einem Flohmarkt-Video schon gesehen. Und dann habe ich gesehen, oh, den gab es auch in Deutsch. Und dann musste ich natürlich auch in Deutsch lesen. Das ist mehr so für die Sammlung, aber das wird jetzt der sein, den ich lese. Ja, da freue ich mich natürlich sehr drüber.
dass ich den jetzt auch habe. Der ist auch sehr, sehr schön geworden, indem er so ein bisschen hochglanz ist und der Schriftzug hier ist so ein bisschen golden gemacht. Auch hier so auf der Rückseite der goldene Stern. Kann man ein bisschen schwer sehen, aber richtig cool. Und ist auch identisch von außen. Also ihr könnt das sehen, ist identisch vom Motiv. Der einzige Unterschied, was bei diesem japanischen Manga der Fall ist, was auch bei vielen Mangas ist, die kommen in so einen Schutzumschlag. Das finde ich auch immer sehr witzig. Ist aber, ich sag mal so, das ist einfacher für uns zu lesen. Das macht es einfach auch besser irgendwo. Aber richtig cool. Und bei Tokyo Pop übrigens erschienen. Kann man immer noch bestellen, ist im letzten Jahr erschienen. Also ich habe es auch nicht so mitbekommen, aber ja, ist sehr humorvoll, sehr lustig. Ist auf jeden Fall klasse. Ja, und dann einen weiteren Manga gibt es noch, den ich mir gekauft habe, der auch neu erschienen ist. Ihr wisst, ich bin großer Fan von der Manga-Reihe Eden Zero. Da musste natürlich Band 19 sein von Hiro Mashima. Diesmal sehr traurig, sehr dramatisch. Also ja, ich bin da richtig mitgefiebert. Richtig, richtig schön. Aber er ist ernster. Also im Vergleich zu Fairy Tail wird doch die Serie jetzt ein bisschen ernster und ja, kann man sagen härter? Ja, auf eine Art leicht. So ein bisschen mehr kommt der Rave-Vibe. Also ich erzähle das Insider in dem Sinne, Hiro Mashima, der japanische Künstler, hatte zuerst die Serie Rave gemacht, die auch eine ja, Abenteuergeschichte ist, wo er dann auch in Fairy Tail sozusagen viele Ähnlichkeiten übernommen hat, aber Fairy Tail ist eine große Hauptserie, beziehungsweise die ihn erfolgreich gemacht hat. Und Eden Zero ist sozusagen die Nachfolger. Naja, es ist eigenständig, aber es ist eine dritte ja, Manga-Serienkreation, kann man sagen. Und sie geht wieder so ein bisschen in die Härte des ersten. Denn im ersten sind auch Menschen gestorben oder Charaktere gestorben, während bei Fairy Tail er das Sterben sozusagen vermieden hat, zum größten Teil. Wenn es nicht irgendwo zur Haupthandlung gehörte irgendwo, aber es kam relativ selten vor, im Endeffekt. Ja, gut, das war das. Dann habe ich mir noch einen Comic gekauft, einen deutschen Comic. Hatte ich schon länger auf der Liste, weil er ist schon etwas älter, aber mir fehlt ja noch auch eine richtig gute Geschichte, kann ich euch auch nur empfehlen, nämlich das handelt sich hier von Die drei Fragezeichen, der goldene Salamander. Die Geschichte hier ist relativ einfach erzählt oder grob erzählt. In Rocky Beach findet ein Wrestling, ja, nicht Turnier, aber so eine Veranstaltung, so eine Showveranstaltung statt. Und einer der Wrestler wird verhaftet, weil er einen Banküberfall begehen haben könnte. Ja, und Justus, Peter und Bob, ja, mischen sich unter die Show-Wrestler und versuchen eben halt herauszufinden, ob der wirklich diesen Überfall gemacht hat oder ob ein anderer es war. Richtig spannende Geschichte, gut erzählt. Könnte auch sein, dass sie irgendwann nochmal als Hörspiel kommt, denn der Vorgänger, das Dorf der Teufel, ist als Planetariums-Hörspiel erschienen. Ist noch nicht, also als CD noch nicht erschienen, aber im Planetarium als Event zu hören. Das für den Heimgebrauch wird das garantiert auch noch kommen. Ja, richtig cool, kann ich auch nur sagen, lohnt sich wirklich. Und dann habe ich jetzt noch zwei Sachen für euch, dann war es das auch diesmal für den Pickups, das ist auch nicht gerade wenig, ne? Das ist ja auch schon wieder eine ganze Menge. Und zwar habe ich mir noch ein Buch gekauft aus dem Crosscult Verlag. Es ist ein Buch, was ursprünglich, ich guck mal gerade, 92 erschienen ist. Aber nie in Deutsch. Und zwar handelt es sich um James Bond, Nur der Tod währt ewig von John Gardner. John Gardner hat die Ian Fleming-Romane damals weitergeführt, offiziell von den 80ern bis 90ern, bis er dann irgendwann verstorben ist. Hat eine ganze Menge geschrieben und auch zwei Filmromane zu GoldenEye und Lizenz zum Töten. Aber nicht all seine Romane waren ins Deutsche übersetzt worden irgendwann mehr. Die letzten fehlten und das wird jetzt nachgeholt von Crosscult. Den Anfang machte der Mann von Barbarossa. Das ist aber schon eine Weile her und jetzt ist der zweite erschienen. Nur der Tod währt ewig. Ihr seht, ich habe ein Lesezeichen drin. Ich bin gerade am Lesen des Buches. Ich bin so zur Hälfte durch. Es ist halt eine Spionagegeschichte der Zeit. Ja, da ist gerade die Mauer gefallen, so ungefähr. Also es ist nicht einige Zeit danach, vielleicht ein, zwei Jahre, so
In den 90ern spielt das. Und der Mauerfall ist gewesen. Und ja, es ist immer noch ein bisschen kalter Krieg da. Richtig spannend, aber eben halt Spionage. Es ist nicht so der Vergleich mit den neueren Filmen, wie das da viel, viel Action in dieser Richtung ist. Es ist ruhigere Action, aber gut, spannend. Gut. Und jetzt habe ich nur noch eine Sache, eine Special Edition von einem Film, einem großartigen Film, den ich euch auch ans Herz legen kann, wenn ihr alt genug seid. Ist, glaube ich, ab 16 freigegeben, also kann man so sagen. Ich habe ihn auch bereits in der Sammlung, aber in dieser schönen Edition wollten mein Bruder und ich den auch in unserer Sammlung haben. Und es handelt sich um Pakt der Wölfe Director's Cut. Richtig schön, ist bei Arthouse erschienen, hat auch ein bisschen was gekostet, ist auch, glaube ich, limitiert oder nicht in so einer großen Auflage erschienen. Das Ganze ist auch in kleinerer Form mit dem Director's Cut erschienen und es gibt auch nochmal neu aufgelegt die klassische Fassung, aber so viel ist da nicht drin. Es ist ein Booklet oder buchartiges Boxcase und hier erstmal ganz, ganz klasse, ein schönes Steelbook, richtig klasse Motiv. Hier seht ihr auch nochmal ein richtig schönes Motiv, also ich finde das richtig mega. Hier drin sind einmal der Director's Cut und Bonusmaterial. Der Director's Cut ist jetzt hier, glaube ich, auf 4K UHD und auf Blu-ray. Also das ist sozusagen richtig hohe Qualität. Was ist das andere, DVD? Oder ist es Bonus? Nee, Bonusmaterial. Es ist nochmal extra Bonusmaterial auf einer Disc. Und manchmal ist ja noch die DVD dabei. Also richtig klasse. Ich finde das Steelbook auch wunderschön. Dann ist noch dabei, auf einer schmalen Blu-ray, Pakt der Wölfe, die Kinofassung und noch ein bisschen Bonusmaterial. Das ist aber jetzt hier wirklich nur eine Disc. Das muss ich ein bisschen vorsichtig. Hier ist noch so ein Buch dabei. Also, so, einmal noch dabei ist ein Poster, das mache ich jetzt nicht auf, ist das Titelbild, ja, war doch das Titelbild, jetzt gucke ich doch rein. Ja, es ist dieses Titelbild, was auch auf dem, deswegen mache ich es nicht auf, ist auch ein bisschen dünnes Papier, im Endeffekt ist es ein Abbild des Posters mit diesem Motiv. So, dann sind dabei Karten, Charakterkarten. Die Landschaft bewegt sich so ein bisschen. Ich habe gedacht damals, Mensch, kann man sie vielleicht nebeneinander legen? Nein, der Schein trügt, das ist nur so ein bisschen variiert in der Position. Dann haben wir hier einmal Mark Dacascos als Manny. Ein richtig cooler Typ. Übrigens, ich sage das einfach mal so, ich habe ein Interview bei mir auf dem Kanal mit Mark Dacascos. Das verlinke ich an dieser Stelle. Ist ein großartiges Interview, es ist in englischer Sprache. Das ich zusammen mit einer Kollegin geführt habe, beziehungsweise ich habe die Kamera geführt, meine Kollegin hat die Fragen gestellt und er hat geantwortet und das war ein Gänsehaut-Interview, richtig schön ausführlich, weil er spricht auch über seinen Auftritt in John Wick. Richtig cool. So, Emile Dequen als Marianne de Morganias, keine Ahnung, wie das jetzt ausgesprochen wurde, auch ein richtig schönes Motiv. Der Regisseur Christoph Gans, der auch den ersten Silent Hill Film und jetzt Return to Silent Hill, die Fortsetzung sozusagen, den dritten Silent Hill Realfilm dreht, richtig klasse. Samuel Le Bihan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus Französisch, nicht meine Stärke, der die zweite Hauptfigur oder die Hauptfigur spielt, auch richtig cool, richtig schöne Pose. Dann haben wir noch Jeremy Renner. Nicht Jeremy Renner, aber so ähnlich ausgesprochen, der den Thomas, der Apie spielt. Auch richtig cool. Das ist sozusagen ein Nebencharakter, aber Erzähler der Geschichte, kann man so sagen. Der erzählt die Geschichte rückwirkend. Dann haben wir hier Winston Castle. Als, auch richtig cool. Richtig coole Pose. Und als ja, mysteriöse Frau, als Sylvia, Monica Bellucci. Richtig cool. Das sind schöne Sachen. Noch dabei ist dieses Buch. Pakt der Wölfe Storyboards. Noch eine schöne Zeichnung. Und das sind wirklich die Storyboards. Also wirklich
die Storyboards von verschiedenen Hauptszenen, auch richtig interessant gemacht, gezeichnet und so ein bisschen alternative Gedanken. Ich musste mal gucken, ich hatte auch das Gefühl, dass so ein, zwei Szenen dabei sind, die so ein bisschen alternativ sind, weil hier sind auch so Szenen, warte mal, wartet, eben hatte ich es aufgeschlagen noch. Ja, wenn man hier nämlich guckt, da sind Sachen durchgestrichen. Das heißt, diese Idee ist verworfen worden. Also richtig gut. Dann, ja, also richtig gut, weil es ein schöner Blick hinter die Kulissen ist. Und das macht echt Laune bei dem Ganzen. Wie gesagt, ein wunderschöner Film. Naja, wunderschön ist immer relativ, aber richtig gelungener Abenteuerfilm, der sich um eine Legende in Frankreich dreht, um eine Monsterlegende. Aber eben halt als Abenteuer-Actionfilm, kann man fast sagen, umgesetzt, visuell wirklich beeindruckend, auch erzählerisch, weil die Charaktere richtig gut zur Geltung kommen. Ja, und das war's jetzt auch. Also mehr habe ich nicht, momentan nicht. Das heißt, in den nächsten paar Wochen wird wieder weniger sein. Ihr bekommt das gar nicht so ganz mit, weil im Endeffekt immer Videos irgendwo kommen. Vom Flohmarkt-Video über nächstes Pickup, weil ich trenne ja auch meine Pickups. Ich habe noch ein paar Transformers-Pickups. Das ist ein Einzelvideo. Und wenn ich Games habe, das ist ja auch, also Computerspiele, das ist auch ein Einzelvideo. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt ist der Teil, wo nicht mehr ich dran bin, sondern ihr. Da unten ist eine Glocke zum Drücken, damit ihr das Video oder das kommende Video nicht verpasst. Aber auch ein Like-Button, wenn es euch gefällt. Teilt das Video und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten in die Kommentare bitte eure Gedanken, eure Meinung. Was ist euer Highlight? Was gefällt euch hier? Was habt ihr euch auch besorgt? Und so weiter. Wir sprechen da unten. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss.